Auflösung filmen Sie das? 1080p. 1080? Ja, genau. Full HD. Ja, kann man so sagen. 2K geht nicht. Das war eine riesige Datenmenge, ne, wenn man das nachher fahren. Ja, definitiv, ja. Deswegen habe ich jetzt eine 64 GB Karte drin. Ja. Kann ich ein paar Stündchen die aufnehmen. Ist ruckzuck voll. Ja, richtig, genau. Ja, sicher, klar. Dann ruhig vorbeikommen. Wir wollten nicht die Aufnahmen stören. Ach, kein Problem. Mit der ist interessant, wie sie. Ja, so. Kann man nicht vermeiden, dass die Leute langlaufen. Den Abriss damals habe ich auch schon gefilmt. Den Abriss? Ja, ja. Da war aber auch noch ein anderer YouTuber hier. Ja, ja. Er hat auch ein paar Kameras da hinten aufgestellt, hier aufgestellt. Ja, irgendwann ist dann, jetzt ist dann auch alles uninteressant. Jetzt sieht er aber 5 oder 10 Jahre später, ne, dann wird das interessant. Ne? Ja, definitiv. Ja, über 15 Jahre gewartet, bis sie hier mal angefangen haben. Oh, ja. Endlich haben wir bald mal wieder ein Nahversorgungszentrum. Ja. Und dort im Hauruck-Verfahren, so wie es aussieht. Ja. Fertigteile kommen hier an. Ja, Wahnsinn. Ja, Plattenbau, ne? Ja. Ja, kann keiner mehr bezahlen, Stein auf Stein. Ne? Nee. Da hinten sind sie schon am Klinkern, ne? Ja, Klinkern, ja genau. Ja, hoffentlich kommen nicht wieder so ein paar Sprüher und versichern die alle wieder. Ah, das wird. Ja, möglicherweise kann sein, kann weiß man nie. Das weiß man nie, ob da irgendwelche Spinner kommen. Ich weiß gar nicht, was die Idioten überhaupt davon haben. Ja, man denkt mal. Ja, da kann man das Geld auch für was anderes investieren. Ja, statt für Dosen. Naja. Ja, ja. Ich habe schon ein paar Aufnahmen. Die muss ich ja noch zusammenschneiden. Was muss man da eingeben? Bitte? Was muss man da eingeben, um da drauf zu gucken? Mein Name ist Tomek. Ja, Tomek LP. Also Tomek. Also T-O-M-E-G-G. Leerzeichen LP. Also normalerweise mache ich Let's Plays. Aber das gehört ja auch zu meinen Projekten. Also Let's Plays, Videospiele. Let's Plays. Let's Plays heißt das, ja. Da ist dann so eine Sparte über Geschäftszentrum. Ja, also ich habe das Hochhausabriss Schwächerte Straße 38 genannt. Ich glaube, ich sollte den Namen auch vielleicht mal ändern, aber das sind halt so die Begriffe, die man da eingibt, ne, um zu finden. Tags nennt man die auch. Einzelne Begriffe für. Ja, für den Abriss, Hochhaus, sowas halt. Ja. Die Nummer wird ja auch geändert, von 38 auf 36. Ja, damit da keine an den Rösen noch keine. Ja, genau. Erinnerung. Ja, das habe ich, hab ich auch noch in Erinnerung, ja, ja. Ja. Ach, Mann. Da mussten wir von der Polizei umgeleitet werden. Dann kam ich gerade von meinen Großeltern. Ja. Oder besser gesagt, wir kamen von unseren Großeltern, von meinen Großeltern und dann mussten wir von einem durch einen Garten in unseren Hintergarten. Also wir haben da hinten gewohnt, auf der Schwächerter. Ja. Und ja, da mussten wir das Lohstraße kennen wir, ne? Ja. Ja, von da aus sind wir dann über durch so ein Einfamilienhaus, einen Garten von denen, ja, sind wir dann über den Zaun gestiegen und dann sind wir dann da durch den Keller da reingegangen. Ja. Ja,
alles voll. Da, alles hier. Ne? Ja. Ja, das war sowieso. Die waren, scheiße gebaut, ja, die haben sowieso scheiße gebaut, aber die waren ja nicht drauf, ne, die waren ja nicht drauf geschult. Auf so was. Ja, war ja 80er, ne, 88 war das. Ja. Das Beste war ja auch noch, die haben die Journalisten und die Polizisten an sich rangelassen. Jo. Während die Knarre sich dem ins Maul gesteckt haben und so, ey, das ist unglaublich. Köln war das Money, ne? Ja, ich glaube auch, die sind bis nach Köln abgehauen. Man sieht die Nerven.